Ich habe mir langsam Sorgen um euch drei gemacht. Alles in Ordnung? Wir haben die Zeit gebraucht. Nach dem letzten Gespräch mussten wir unsere Gedanken sortieren. Das glaube ich gern. Nur noch eine Jagd. Dann ist eure Schuld beglichen und ihr könnt nach Süden ziehen. Bereit? Jägerin, die sonnigen Schneeschuhe erwarten dein Signal. Oh Gott. Fürchterlich. Bin echt beeindruckt, Tulemark. Wusste nicht, dass du den Namen Heiße Habichte noch übertreffen könntest. Tja, ich fand ihn gut. Lasst uns jagen. What the fuck war das denn gerade im Hintergrund? War das der komische Langbein, der da hinten da so merkwürdig aus dem Erdboden ragte? Welche Maschinen? Aldi hier? What the? Der Schnappmaul bewegt gerade allen Ernstes diese Eisplatte. Kann er die sogar aus dem Eis, aus dem Wasser schleudern? Oh, hi. Ich halte mich mal aus diesem Clusterfuck da raus. Ich suche mir ein sicheres Plätzchen. Leider gibt es hier kein sicheres Plätzchen, weil hier nirgendwo hohes Gras ist. Das soll ein Jäger sein, ja, am Arsch. Warum ist da Eis in der Luft am Schweben? Oh, einer hat mich gesehen. Ja, ignoriere mich mal einfach mal bitte, ja? Ich geh schwimmen. Wer ist dahinter? Oh, okay. Ich muss zum Turm kommen. Ihn überbrücken. Keiner da? Cool. Schrei nicht so. Du bist selber schuld, wenn du da einfach reinspringst in dein Verderben. Also da will ich jetzt nicht unbedingt reinspringen, aber gut, wenn die unbedingt das so machen wollen, dann... Nein, die sind halt die besten Jäger der Welt, nicht ich? Gott, was für Idioten, ey. Hat die gerade gesagt, wo ist Eloy? Ich gehe jagen. Auf sicheren Abständen. Denn ich bin nicht so dumm. Und renn einfach in den nächsten... in die nächste Kreissäge rein. Ach, das Ding hat einen Schutz. Mhm. What? Kann der vereist werden? Ich muss den Turm heilen. Nicht wirklich. Ach so, ja, stimmt, genau. Warte mal, der Turm heilt ja. Der Turm macht ja, dass die geheilt werden. Ganz vergessen. Ja. Na, dann brenn mal schön ab, Kroko.
verdammt, hier ist eine Eisfläche. Okay, ich muss hier weg. Ist das? Oh, shit. Und ich habe da gerade noch einen dritten Turm gesehen. Warum sind hier so viele Türme? Oh, ist doch nicht dein Ernst. Oh, ja, klar. Hust du doch woanders hin. Ach ja, klar. Ich gehe da direkt zu dem nächsten hin. Großes Gebiss. Ich komme hier nicht weg. Klappe da hinten. So, wer von euch Vollidioten springt wieder rein? Okay, alle gleichzeitig. Gut, das ist... Oh mein Gott. Hat dieser Langhals mich voll... nicht Langhals, dieser Langbein mich hier einfach ignoriert hat vor allen Dingen. Obwohl er direkt an mir vorbeigelatscht ist. Wäre schon irgendwie cool, wenn die noch mehr machen würden, als halt einfach nur eine kurze Betäubung, das war's. Ich meine, theoretisch könnten die vielleicht... ja, entweder die übernehmen, wobei das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach. Oder die könnten ein... Achso, ist noch gar nicht aufgeladen. Oder die könnten vielleicht einen Debuff auf die Gegner draufpacken, wodurch die langsam Schaden bekommen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Quasi ähnlich wie eine Vergiftung oder wie Verbrennung. Wo ist der Kroko? Nicht hier? Okay, cool. Dafür breche ich mir mal eben die Knie. Glaube ich hier aber nicht. Oh, da ist was Lilandes. Okay. Kein Platz mehr. Nicht so wichtig. Warum ist da vorne keine Party gerade? Ah. Sieht wohl so aus, als hätte man die Party ein bisschen verlegt. Klar, warum musst du jetzt deinen Hintern bewegen? Guck mich nicht so an, ich habe nur deinen Kollegen gerade ausgeschaltet. Musst nur den An-Aus-Knopf wieder drauf drücken. Dann geht wieder alles. Gegen was kämpfen die da eigentlich noch? So wie es aussieht, gegen den halben Zoo. Okay, cool. Ah.
zum Geier kannst du mich sehen? Wo ist hier hohes Gras? Warum ist hier ein Questmarker? Okay, ich habe schon so die Aufmerksamkeit von denen verloren. Ist hier echt nirgendwo hohes Gras? Das ist ja mies. Habt ihr noch was anderes? Oh, die sind ja fast gegen alles stark. Das ist ja mies. Hat man auch gegen Übernahme? Naja, Übernahme ist immer. Weil die ja Dingensbums haben. Die sind ja von diesem anderen Ding da übernommen. Also dafür, dass du eigentlich... Achso, du bist dieser Vogel, sehe ich gerade. Okay. Du bist ein Langbein. Ja, okay. Mich hustet mal eben wieder so ein Drache weg. Drache. So ein Vogel. What? Sag mal, die Schockwelle war vorbei. Ja, dein Leben ist jetzt aber auch vorbei. Ja, und jetzt hustet mich wieder so ein Koko an. Hör auf mit dem Husten. Was bist du? Ich hab keine Ahnung, was du bist. Ich weiß noch nicht mal, was ich gerade gucke hier gerade. Okay. Achso, du bist ein Kroko. Okay, cool. Ciao, nur wiedersehen. Oh, der ist auch eingefroren. Cool. Haben die auf jeden Fall die so ein bisschen weich gekloppt. Vorsicht! Vorsicht vor was? Ich kann hier nicht runterfallen. Also sollte ich nicht unbedingt gerade in nächster Zeit hier sterben. Klar, jetzt kämpfen sie gegen noch einen. Der hat aber eine ziemliche Reichweite, der Typ. Nett, die Platte bewegt sich überhaupt nicht, wenn ich draufstehe. Nur wenn so ein Kroko den anhebt, dann bewegt sich das alles. Ich weiß nicht mal, was ich hier eigentlich schießen hier gerade will. Eisbehälter zu schießen, während er sich so sehr bewegt, kannst du wohl vergessen.
Oh, oder auch nicht. Cool. War ja wieder so klar, dass der kurz vorm Sterben ist. Geht auf mein Konto. Nee, der geht nicht auf dein Konto. Unser Abschied soll angemessen sein. Geht auf dein Konto am Arsch. Wer hat denn hier die Arbeit gemacht? Hätte ich nicht die Türme hier platt gemacht, dann wärt ihr wahrscheinlich immer noch am Kämpfen. Apropos Türme. Du bist erledigt. Ach, was du nicht sagst. Muss sie das mir noch so unter die Nase reiben? Warum steht die denn hier oben jetzt wieder? Jetzt latsch doch nicht runter. Kannst doch hier bleiben. Warte mal, ich sammle den hier vorher ein. Aber kannst du mal hier bleiben? Bevor ich gleich wieder mich selbst kille. Warum ist denn hier schon wieder Lilanes drin? Komm her, Aloy. Unser Abschied soll angemessen sein. So. Das ist das letzte Teil für Burgrind. Damit seid ihr drei wohl schuldenfrei. Fürs Erste. Bis Urkai was anderes kaputt macht. Das war nur einmal! Du wärst eine gute Schamanin, Aloy. Danke für die Hilfe. Vielleicht treffen wir uns irgendwann im Sonnenreich. Und wenn ihr im Sonnenreich seid, was dann? Was tut ihr dort? Wir jagen, wie Nukoni es wollte. Nukoni hatte Träume. Ein Verak, in dem man sich gegenseitig hilft und aufeinander aufpasst. Ohne Schamanen und Häuptlinge. Kein Grund, sich die Macht gegenseitig zu entreißen. Hört sich nach viel Arbeit an. Doch es lohnt sich bestimmt. Und ein schöner Tribut für Nukoni. Wir können der Verak werden, den sie sich wünschte. Ich kann eure Beute jetzt nicht mehr zerlegen. Meint ihr drei kommt zurecht? Ah, das sieht nicht so schwer aus. Wir kommen klar. Klar. Er schaut dreimal dabei zu und auf einmal ist er ein Schamane. Wenn ihr in Sangesgrund seid, sprecht mit Burgrind. Wenn er selbst euch nicht helfen kann, kennt er jemanden. Bestimmt. Und ich wette, dass die Einführung was kostet. Danke, Aloy. Wir kriegen das bestimmt hin. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Wie fühlt es sich an, die Banuk hinter euch zu lassen? Das Einzige, was ich vermissen würde, ist nicht mehr. Sollen all diese miesen Ban-Urschleimer erfrieren? Das geht ein bisschen zu weit, Urkai, oder? Seltsam. Was heißt es, Banuk zu sein, wenn Ban-Ur dich aufgibt? Wie entscheiden wir, wer wir sind? Was ist mit dir, Aloy? Was denkst du, wer wir sind? Was bleibt dir von uns in Erinnerung? Ja. Dass ihr auf jeden Fall gute Sandsäcke seid, das bleibt noch in Erinnerung. Für wahrscheinlich die nächsten 10 Minuten. ja, gut. Ihr habt jemand Wichtiges verloren. Das hinterlässt Wunden. Die Art, die bei vielen Leuten niemals richtig verheilt. Ja. Und es ist uns nichts außer den Narben geblieben. Und um sie geht es. Sie stehen fürs Überleben. Nach allem, was ihr durchgemacht habt, gebt ihr nicht auf. Wir sind die Narben des Nordens. Narben des Nordens. Klingt richtig zäh, oder? Danke, Aloy. Ein guter Name. Er verdient Ehre. Okay. Beim Englischen glaube ich Scars of the North. Richtig? Hört sich im Englischen ein bisschen besser an. Fombats oder was weiß ich. Ziege her. Dachshund. Knochen. Haut. Was ist das? Haut. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, lass mich mal eben die Ziege jagen, wenn ich sie denn noch finde. Ziege, schrei mal. Ich habe noch ein Eichhörnchen. Verdammt. Wo ist die Haut? Da ist die Haut. Habe ich die Haut überhaupt benötigt? Ich habe keine Ahnung, aber ich nehme sie einfach mal mit. Wer weiß, was man sie irgendwann mal braucht. Langbein, Linse, ach komm, weg damit.
Ziege, wo bist du? Da ist eine Wildsau, die brauche ich aber nicht. Heiße Ziege, hör mit deinen Knochen! Haut, nice! Wie viel Haut habe ich nochmal? Da ist doch so ein Dachshund. Gib mir her deine Knochen. Ich brauche deine Knochen. Ich mach mir daraus ein Mobil. Fettes Fleisch kann ich mal nicht mitnehmen. Ah, Knochen. Nice. Ich glaube, dann habe ich gerade alle Knochen, die ich benötige. Ziege, Knochen. Ich brauche deine Knochen. Gib mir her. Ich glaube, mir fehlen dann nur noch dreimal Knochen von der Ziege, glaube ich. Warum schieße ich nicht? Geht auch so einfach manchmal. Oh Mann. Ich will das fette Fleisch schon mitnehmen, wenn ich gerade die Möglichkeit dazu habe. Ich weiß nicht, wohin mit meinen ganzen Zeugs hier. Ich habe so viel Scheiß und ich weiß nicht, wohin damit. Wahrscheinlich brauche ich noch nicht mal einen Großteil davon. Ziege? Sehe keine Ziege. Naja gut, dann mal zurück zu den Typen. Burgrind, hat sich deine Investition gelohnt? War ganz gut, danke der Nachfrage. Weißt du, dass die drei verrückten Banuk sich jetzt Narben des Nordens nennen? Tja, und mit diesen Teilen kann ich jetzt selbst Schulden begleichen. Die sind also nach Süden? Ja, das sind sie. Ich habe einen Freund im Sonnenreich, der Otur heißt. Ist mir was schuldig. Otur ist ein Maschinenplünderer. Ein ziemlich kompetenter. Also werden sie vom Besten lernen. Oder zumindest vom ziemlich Kompetenten. Naja, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ach, apropos, hier, ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich habe mal von einem Schamanen gehört. Außergewöhnlich Belohnungskiste und Blauglanz. Und mir fehlt ein Blauglanz, um die Rüstung zu holen. Wobei, warte mal. Eventuell habe ich ja was in der Kiste drin. Wenn ich die denn finde. Das ist ein Stein. Oh, Zunder. Nimm ihn mit. Unerprobte Waffenspule. Ja, das ist nicht unbedingt das, was ich wollte, aber kann man ja mal mitnehmen, wenn man den Platz hätte. Und jetzt? Jetzt kann ich mir die Rüstung immer noch nicht holen, weil ich keinen Glanz habe. Menno. Da unten sind Pigmente. Die hole ich mir mal eben ab. Und dann kann ich ja mal versuchen, ob dann vielleicht das... Ah ne, das ist bestimmt nicht ein Set, wa? Das ist bestimmt nicht ein Set, was ich dann habe. Wo ist das eigentlich? Oh, das ist da unten. Wait, ist das da, wo ich... Au. Ist das da hinten? Ne, das ist wahrscheinlich ein bisschen weiter, wa? Okay, das ist ein bisschen weiter. Ich dachte, das wäre nämlich dieser komische gelbe etwas. Wait, das ist was? Das sind Pigmente! Das ist aber von einem anderen Set. Ja, super. Wait, das ist aber nicht das hier, oder? Doch, das ist das. Ich habe die ganze Zeit die Pigmente vor meiner Nase gehabt und habe sie nicht eingesammelt. Gott, bin ich blind. Da sind noch welche da oben, also mitten bei dem Vulkan oder wie oder was. Einer ist bei dem Banditenlager da rechts. Eins ist noch hier. Kann ich mich da hinporten? Nein, kann ich nicht. Aber nicht gerade viele Pigmente hier, so wie das aussieht. Drei sind an dem Ort, zwei hier noch da und einer da unten. Ich kann ja mal den dann abholen, mal eben fix. Dürfte ja relativ schnell gehen.
Vorausgesetzt, die Ladezeiten sind nicht so lang. Wahrscheinlich ist die Ladezeit länger als das Hinlatschen zur Dingensbums, zum Pigment. Ich sollte darauf achten, wirklich, dass ich dann das eine Set da voll kriege. Eventuell könnte es ja sein, dass dann das eine Set schon ausreicht, um dann irgendeine Anerkennung zu haben. Von dieser Seruki oder wie auch immer die Nummer hieß. Oder ich muss wirklich alle finden. Was ja in dem Fall ja nicht unbedingt viele sind hier in dem Spiel. Beziehungsweise in dem DLC. Wo genau muss ich hin? Hör mal lieber den Marker hin. Wobei der Marker wird mir, glaube ich, gar nicht angezeigt, war. Ah, doch, da. Der wird mir direkt angezeigt. Nicht oben auf dem Kompass. Was ein bisschen komisch ist, warum man das so hat. Alles andere wird angezeigt. Nur das wird einem nicht auf dem Kompass angezeigt. Komisch. Okay, du bist schön hinten. Ein Lager? Mal sehen, was der Blauglanz wert ist. Hä? Also bin ich gerade der beste Lager, ne? Wahrscheinlich für Fischen. Ja. Lass dich nicht von den anderen einschüchtern, Fremde. Wenn die Vanuq keine Fremden dulden, haben wir unser Überleben nicht verdient. Okay, mal eben einfach an einem random Ort irgendeine epische Modifikation gefunden. Der Felsen leuchtete gerade rot. Wo ist das Pigment? Ich habe gerade schon wieder, glaube ich, da irgendwo ein rotes Leuchten gesehen gehabt. Bin ich gerade vorbeigelatscht? Ach nee, es markiert nur den Ort, richtig? Es wird höchstwahrscheinlich nicht auf dem Wasser sein. Ich glaube, ich sehe es. Ja, hier ist es. Oh, ich habe das letzte Set. Nicht das letzte Set. Ich habe das dritte Set fertig. Ich kann ja mal eben ausprobieren, ob dann das eigentlich was bringt. Wenn ich ein Set habe. Und dann die Anerkennung habe von der. Keine Ahnung. Na dann mal hoffen, dass die Pigmente ausreichen, die ich gesammelt habe. Bin wieder da. Außer dir klettert selten jemand hier rauf, Nora-Mädchen. Ja, keine Ahnung wieso. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Liegt wahrscheinlich am fehlenden Aufzug. Exzellent. Mit Maschinenöl vermischt, schimmert die Farbe wie Zähne im Mondlicht. Okay. Urea sagt, ihr werdet Freunde. Ich male jetzt, was ich fühle, nicht über die Vergangenheit. Urea verstand es. Die meisten Vanuq nicht. Ich wäre verbannt worden, wenn ich dank ihr nicht in Aratax Vera gedurft hätte. Das ist schön, wollte ich aber jetzt eigentlich nicht wirklich wissen. Ich komme wieder. Das hoffe ich doch. Ich muss alle Pigmente finden. Okay, was bekomme ich denn jetzt eigentlich überhaupt aus dieser Kiste? Oh hey, der einen Blauglanz, den ich benötige. Geil, dann kann ich mir ja direkt hier auch die Rüstung hier kaufen. Vorausgesetzt, ich stürze hier nicht wieder in den Tod. Der Langhals lebt? Ich dachte, er wäre eingefroren und tot, das Licht aus ihr herauszubrechen. Doch die Maschinen waren da. Hast du die, Rüsi? Ja, und ich glaube, ich habe die alle, wa? Ja. Gib mir ja das alte Ding hier.
Zeichnungen des Dämons sind furchterregend, aber es ist wahrscheinlich nicht gerade die perfekte Rüstung für dieses Wetter, aber sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus als das, was ich vorher hatte. Muss ich nur noch die Mods hier reinpacken. Modifikationsplatz lernen? Ja, mach mal. Ach, das ist die falsche Rüstung, sehe ich gerade. Ich habe da sogar noch eine blaue drin gehabt. Oh, gar nicht gesehen. Was machst du eigentlich? Okay, du bist wahrscheinlich wohl einfach nur eine etwas stärkere Version von einer epischen Modifikation? Scheinbar. ...67% Tarnung. Okay, hoffentlich bringt das was. Eine, gegen die wir keine hoffentlich Chance bringt haben. Das was. Gut, wo muss ich als nächstes hin? Wo ist eigentlich die eine Quest jetzt gewesen? Ach so, die war da oben. Stimmt, die war hier. Na, dann kann ich ja mal direkt hier Dingsbums hingehen zu den Eilenjägerlager. Mal gucken, was ich da eigentlich für komische Prüfungen machen soll.